Er hat das geschafft, wovon viele träumen. Enis Benhatira ist Profifußballer, spielt bei Hertha BSC und kommt aus Wedding, einem der sogenannten Problemviertel Berlins. Hier ist er aufgewachsen, hier kennt er Armut und Kriminalität, hier engagiert er sich für Jugendliche. Meine Rolle ist eigentlich eine Rolle des Art großen Bruders. Die Kids kommen zu mir, fragen mich ja, diverse Sachen, Tipps gebe ich denen, tausche mich mit denen aus. Wie gesagt, natürlich kommen sie auch mit ihren Sorgen und Nöten zu uns. Enis Benhatira ist Botschafter bei Mitternachtssport e.V., einer Organisation, die sich für Kinder aus sozial schwachen Familien einsetzt. Sie vor Kriminalität bewahren will. Die Idee dahinter, öffentliche Sportanlagen, die kostenlos genutzt werden können. Das Ziel, die Jugendlichen so von der Straße holen, das Duell gegen die drohende Langeweile gewinnen. Wir haben uns auch stetig ausgeweitet, erweitert und das gesamte Projekt nochmal optimiert. Es ist jetzt aktuell so, dass wir das komplette Wochenende in zwei Brennpunktvierteln in Spandau sozusagen, drei Sporthallen öffnen über das gesamte Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag, und den Jugendlichen sozusagen eine Anlaufstelle bieten, eine Möglichkeit bieten, einer sinnvollen und friedlichen Angebote nachzugehen. Schirmherr und Gründungsmitglied von Mitternachtssport e.V. ist Jerome Boateng. Der Nationalspieler ist selbst ein Berliner Jung, der seine Jugend im Fußballverein und auf der Straße verbracht hat. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass es für junge Menschen mit Migrationshintergrund auch in einer Multikulti-Metropole wie Berlin oft schwierig ist. Wenn jemand ein Problem hat, habe ich auch gesagt, können die gerne mit mir drüber reden, ob in der Schule oder so im Alltag. Und ja, ein paar Jungs haben sich schon getraut, aber ich denke, es ist wichtig, dass sie wissen, dass ich bin auch für die da und nicht nur mit meinem Namen. Ob beim gemeinsamen Training weit nach Mitternacht oder mit einer Einladung zu seinem aktuellen Verein. Jerome Boateng kämpft für die Jugendlichen, versucht sie auf unterschiedlichste Weise zu erreichen. Das jüngste Projekt, ein Rap-Video mit Dümaroc und vielen bekannten Gesichtern. Es ist One-Toucher Block, schau mit wem du heute zockst. Einzelgespräche nach Training mit Klopp. Heute lebst du dein Job, jeder liebt dich im Block. Man erlebt sowas oft, wenn man betet zu Gott. Wie Enis Benhatira, Hertha Berliner. Vom Brennpunkt des Ghettos in die erste Liga. Er hat Spaß gemacht. Das war so, dass er, wie eines Tages mal telefoniert haben, ich ihn von dem Projekt erzählt habe und er mir am nächsten Tag etwas vorgerappt hat und meinte, ja, das soll jetzt euer neuer Song sein und werden. Und ja, ich war ja sehr erstaunt darüber, über die Art und Weise von dem Text, und haben uns dann mit ganzen Leuten zusammengetan und darüber uns unterhalten, wie wir da am besten vorgehen. Und Woche für Woche nehmen über 200 Jugendliche aus 40 unterschiedlichen Nationen das Angebot von Mitternachtssport e.V. wahr. Die Zahl jugendlicher Straftaten ist deutlich zurückgegangen. Ein Verdienst nicht zuletzt von Menschen, die es geschafft haben.